So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review. Und es ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, gefühlt schon fast ein halbes Jahr, nein, ein paar Wochen. Da war ich beim Dicken Isbo bei der Auf die Dicken Tour. Und da haben wir diese Bring Your Own Pfeffi mit ins Kino Aktion gemacht und haben zwei Filme geschaut, und zwar den Meisterdetektiv Pikachu und den Fighting with My Family. Und da habe ich natürlich gesagt, wird auch noch ein Review dazu kommen. Jetzt ist es einfach mal 100 Jahre später. Ich habe das noch nicht gemacht. Muss ich natürlich noch kurz machen. Die werden nicht so ausführlich sein, nicht so in die Länge gezogen. Und wir wollen jetzt mal anfangen mit dem ersten Film, und zwar Meisterdetektiv Pikachu. Ihr wisst ja alle, das ist ja hauptsächlich auch ein Pokémon Go-Kanal. Ich gehe ja mal raus und spiele da immer Pokémon Go alleine, mit Freunden, mit ohne Freunde, mit alleine, mit ohne alleine. Und das ist natürlich richtig genial. Ich freue mich immer, dass diese App hat mein Leben so bereichert, mich so süchtig gemacht wie nichts anderes. Und ich gehe da natürlich voll drin auf, und ich muss sagen, ganz kurz zusammengefasst, es ist wirklich der beste Pokémon-Film, den ich je gesehen habe. Was noch dazu kommt, das ist auch der allererste Pokémon-Film, den ich je gesehen habe. Schande über mein Haupt, aber ich habe auch schon immer gesagt, selbst bei Pokémon Go, dass ich wirklich nur die erste Generation kenne. Alles, was danach kam und kommt und überhaupt, ist für mich Neuland. Habe ich keine Ahnung von. Muss ich mich selbst erstmal zurechtfinden, rantasten. Ich kannte nur die erste Generation von Pokémon und auch die Serien damals, habe auch keinen einzigen Kinofilm geguckt oder sonst wo. Kann man ja jetzt überall auch im Internet mal so einsehen, selbst auf YouTube sind ja, glaube ich, manchmal ganze Spielfilme hochgeladen. Aber das war für mich der erste Film. Und ich habe mich so riesig drauf gefreut natürlich, da das ja auch alles so realistisch war. Das war ja das Interessante, wie werden die Pokémon dargestellt, wie sehen die denn jetzt aus in dieser 3D-Grafik, sagen wir mal, dieses sozusagen animierte. Und vor allem natürlich auch, was für Pokémon werden alle im Film vorkommen. Der Trailer hat ja schon einige verraten, man war natürlich aber gespannt, auch in irgendwelchen Nebenszenen, was taucht denn noch auf, was ist noch dabei, was gibt's alles zu begutachten. Und ich wollte eigentlich mit meiner Familie rein, jetzt war ich beim Isho dort, und wir haben gesagt, okay, der ist ja auch Pokémon Go Fan und feiert das, und das ist natürlich was ganz Besonderes, da mit dem Bro reinzugehen, sich das reinzuziehen. Und wir haben uns auch natürlich gleich riesig gefreut bei der Anfangsszene im Zug, als da dieses Schlurp stand, denn Schlurp wäre eins von Ishos Lieblings-Pokémon, habe ich gesagt, Digga, guck mal, ein Schlurp, oh mein Gott! Und dann waren wir einfach total gehypt und gespannt, auch in den nächsten Szenen so, wo die es da von diesem Labor, an diesem ganzen, von dem Clifford hatten, wenn der so hieß überhaupt, und man hat einfach da lauter Kanimani gesehen in dieser Wiese verteilt, die da um den rumstanden, und Kanimani, das Zweitlieblings-Pokémon von Isbo, und ich, ah, guck mal, Kanimani, oh mein Gott! Und es ging so alle 5 Minuten irgendwas, richtig cool. Selbst dann im Hintergrund beim Zimmer da, boah, guck mal, Impergador, guck mal, Glurak, und boah, guck mal da, und guck mal da, ne? Also da war so viel zu sehen, immer so nebenbei, was nicht im Hauptaugenmerk lag dann, aber man trotzdem nebenbei erhascht hat mit einem Blick und gesagt hat, oh, hier ein Dings, oder auch das dicke Relaxo, was die Kreuzung versperrt hat, das Maromai, was den Verkehr geregelt hat, mit seinen vielen Armen hin und her gefuchtelt. Das war natürlich richtig cool, da hat man so Bock drauf gehabt, das zu gucken und zu schauen, was ist da alles dabei, was gibt's zu sehen. Und der Film war, muss ich sagen, auch sehr sympathisch, sehr gut gemacht, also auch die Anfangsszene mit dem Dragosso hat mir sehr gut gefallen und war irgendwie in eine andere Richtung alles aufgebaut, als man gedacht hätte. Am Ende muss ich sagen, im Gesamt gesehen war der Film trotzdem irgendwie ziemlich traurig. Der hat immer so eine bedrückende Stimmung gehabt. Er war stellenweise lustig, actionreich, brisant. Dann war der wieder so richtig düster. Wer jetzt einen richtig normalen Kinderfilm erwartet, wird er vielleicht, naja, ein bisschen überrumpelt, denn ich fand auch schon die ganze Stadt, die war ja wirklich so dunkel aufgebaut und so, die hat so gespenstisch gewirkt manchmal und alles war so richtig brutal, auch dann diese Nachtclubs und diese Kämpfe und wie der da in der Wohnung von seinem Vater immer rumgehaust hat und alles war nur so
im Schein der Nacht gedimmt. Und das war alles irgendwie halt richtig erwachsen. Ein richtig erwachsener Pokémon-Film, sagen wir mal. Auch wenn die dann dieses Gas eingeatmet haben und sind komplett ausgerastet. Wie brutal das aussah. Da würde man als kleiner Bubi schon richtig Angst bekommen, sowas zu sehen. Das ist schon fast wie ein Horror-Pokémon-Film. War trotzdem aber, hatte viele lustige Stellen, hatte viele berührende Stellen, auch gerade als das Pikachu da verwundet war und die Bisasam-Familie hat es dann geheilt, hat ihm dann geholfen. Das war auch richtig süß, richtig niedlich, fand ich richtig korrekt. Auch das Mewtwo, dass man erst dachte, der ist jetzt böse, dann ist er wieder gut, dann ist er wieder doch böse, dann wieder keine Ahnung, Pikachu, was ist da denn los? Ist das vielleicht auch nur ein Verräter? Und der Film hat wirklich mit einem gespielt, hat einen hin und her geschockt in den Gefühlslagen, sage ich mal. Ich habe da wirklich alle möglichen Gefühlsschwankungen durchlebt. Und ja, im Insgesamten hat der Film trotzdem irgendwie immer so eine traurige Note gehabt, weil es ja auch gerade um den Tod des Vaters ging, dass die Mutter gestorben ist, dass der mal seine Träume dann hingeworfen hat, dass der von nichts was wissen wollte, was so richtig depressive Stimmung gemacht hat, permanent. Dann war mal wieder ein Lichtblick, es ging bergauf, dann wurde wieder alles zertrümmert, es ging wieder bergab, immer weiter, sogar das Pikachu hat dann geweint und gab natürlich dann ein Happy End, muss man sagen. War natürlich cool, da auch ein kleiner Gag, was viele schon dachten am Ende so, oder dieser Twist, was dann nun endlich, wer das Pikachu war, wo der Vater hingekommen ist und alles. Fand ich trotzdem cool, auch wenn man sich schon alles denken konnte, war das in dem Moment richtig toll. Und man musste sagen, oh, guck mal da, Ryan Reynolds, guck mal da, ist gar kein Pokémon, aber trotzdem. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Ismo saß die ganze Zeit im Kino nur und hat gesagt, ich rauf gar nichts mehr. Und dann hat er seinen Pfeffi weitergetrunken und ich meinen Pfeffi weitergetrunken und er immer so, ich rauf gar nichts mehr. Und ich fand's genial, es war alles nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Dann hat er sich auf irgendwelche Artikel berufen, dass im Internet was aufgetaucht ist. Darum ergibt das Ende von Pokémon gar keinen Sinn. Er hat gesagt, siehst du Ramses, ich hab's dir doch gesagt, ich rauf gar nichts mehr. Aber das war Schwachsinn. Das Ende hat keinen Sinn ergeben, nur weil er selber nicht erkannt hat, dass das Pikachu die ganze Zeit mit der Stimme von seinem Vater geredet hat und deshalb er selbst hätte drauf kommen können, dass das Pikachu sein Vater ist und er deswegen damit reden kann. Mein Gott, der Junge, der war so down, der war so neben der Spur. Wer achtet denn schon auf die Stimme? Außerdem hat er seinen Vater noch 100 Jahre nicht gesehen. Vielleicht konnte er sich nicht mehr erinnern, wie die Stimme war. Keine Ahnung. Das ist doch aber nichts, was den Film jetzt komplett entwertet oder wo man sagt, der Film, der ist ja so unlogisch am Ende. Da ist der ganze Film gleich Dreck. Nee, der Film war trotzdem cool. Es war sogar so, dass ich mir den dann noch ein zweites Mal angeguckt habe, denn als ich dann zurück war, bin ich trotzdem mit meiner Familie nochmal reingegangen in den Film. Wir haben den auch geguckt und ja, das Feedback war eigentlich positiv. Die fanden den auch eigentlich alle gut, schön, korrekt. Auch gerade Anton oder so hat vielen gefallen natürlich. Anton! Und der Schädel ist geplatzt, ich sag's euch. Aber natürlich die Frage an euch, habt ihr den Pokémon-Film geschaut? Meisterdetektiv Pikachu, wie fandet ihr den? Habt ihr den vielleicht sogar ein zweites Mal noch geschaut? Und ja, was hättet ihr euch noch gewünscht in dem Film natürlich? Hat irgendwas gefehlt? Irgendein Pokémon, was ihr gern noch gesehen hättet oder sonst was? Schreibt's mal in die Kommentare. Meine Meinung dazu, also der beste Pokémon-Film, den ich je gesehen habe und der einzige, den ich je gesehen habe. Aber ich freue mich natürlich, wenn es doch einen zweiten Teil gibt, geben wird. Ist ja wahrscheinlich in Planung. Und ja, das war's von meiner Seite aus jetzt erstmal dazu. Dann kommt noch eins über Fighting with my Family. Da mache ich einfach das gleiche Intro rein wie hier. Und würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.